Willkommen zurück zu einer neuen Folge South Park. Wir machen heute so ein bisschen mit der Story weiter, würde ich sagen. Aber erstmal steht hier ein bisschen kleiner Zombie, den wir mal auseinandernehmen. Und ich habe gerade eben gesehen, dass wir jetzt auch Kyle und Cartman auswählen können. Oder würde ich sagen, probieren wir da einfach mal Kyle aus. Nur gegen einen Zombie, das wird sich aber bestimmt nicht viel tun. Alarm! Aua. Nimm sie fest! Alter. Scheiße! Ein Golfschläger. Na, tut einen Angriff erhöhen. Und Fähigkeit. So. Kyle ruft einen Geist aus dem eisigen Norden herbei, der den Feinde angreift. Oder Stellung dabei, der die Augen der Dreck in die Augen der Feinde weht. Verfinsterten Himmel mit Pfeilen der mächtigen Elfenarmee. Ja, probieren wir erstmal das hier. Okay, I kick the baby. Don't kick the goddamn baby. Ach du lieber! Autsch! Hab doch gedrückt. I still don't get how Cartman got you to think he was. You're about to get blown. Ach du lieber! Zu spät gedrückt. Verdammt. In time, our kingdom shall be restored. Einfach mal alles durchtesten, ne? So, wir machen jetzt aber mal kurz Schnellreise ins Castell Cooper. Gucken, ob wir da beim Händler noch irgendwas kriegen, was Schönes. So, in Castell Cooper. Da ist Castell Cooper. Wir müssen eigentlich auch zu Mr. Hanky und zu. Ach, das können wir auch später noch machen. Und zu Mr. Sklave wegen den Beschwörungsdingern. Aber wie gesagt, das können wir auch später noch machen. How may I be of service? Here's what we're selling today. Ausrüstung hat doch nichts Besonderes. Irgendwie nicht, ne? Was uns so Low-Level-Kram, was die hier haben. Na gut. Ah, Commander Douchebag has decided to bless us with his presence. Let's get started. Humans and elves of Zaron, a great evil has descended upon us. After researching last night, I believe we are facing a threat to our entire world. Clyde's Fortress of Darkness is over four stories tall. So far, he has recruited at least 50 warriors to be on his team, and he is... You have something to say, wizard? Nothing. Just think it's kind of funny how drow elves in the Middle Ages can use PowerPoint. You guys, this is serious! Clyde is attempting to raise an army of darkness. I believe he is messing with something he cannot control. He has recruited many of our friends, and so... Our only hope is for our two factions to join forces. Fuck that! We do not team up with fucking elves. You got a better idea, wizard fat ass? After what you elves did to us at the Battle of Wormsley Woods, you think we'll ever trust you? Yeah, you tell a butter. That was Jimmy's fault and he apologized. Oh, we're apologizing now. How about we apologize for breaking the rule about using arcane fire magic? Yeah. Hey, that was the human's rule, not ours. Join forces, my paladin ass. Only good elf is a dead elf. Why don't you suck my elven dick, butters? Enough! Whether we are human or elf isn't gonna matter one bit if all of Zaron is taken over by German zombies. We saw what that green stuff does. We better figure out a way to stop Clyde, or there won't be a world to fight in. Even if we join forces, we don't have enough warriors. So we recruit more factions to join us. The pirates, the Federation, and the girls. What? The girls?
Kyle, the girls are not gonna fucking play with us. Yeah, dude, we can't convince girls to do this. No, but maybe the new kid can. The new kid has a power we have yet to understand. He makes friends on Facebook faster than any we have seen. He is really good at getting Facebook friends. I'll give him that. Find a way to get the girls to side with us, Commander Douchebag. I'll deal with the other factions. The rest of you, return to your stations and prepare for war. Huzzah! Das hat mir gerade eben schon mitbekommen. Hier ist eine Truhe. Eiszauberschatten, den brauchen wir jetzt ja nicht mehr. I guess this means we're friends for now, but I still don't like you, new kid. The Well of Insight says your future is cloudy. Oh wait, that's Birdcraft. So, hier können wir jetzt auch reingucken. Na? Don't talk to me, talk to Cal. He's your BFF, remember? Schülerblumen für eine Prinzessin. Oh, hier ist auch was. Finde eine Blume für Kenny. Haben wir das nicht schon? Dann kriegen wir hierzu einfach eine Blume her. Hier sieht nämlich ein bisschen schlecht aus mit Blumen. Mal hier hinten. Perhaps you would like the services of a level 10 bard. There was a fair maiden from... Die Blumen hier zählen irgendwie nicht. I was wrong about you, human. I was blinded by racism. Aber wir von Rassismus geblendet, alles klar. Oder ist man wieder die Blume, die drüben im Castell Cooper wächst? Erstmal gucken, was er hat. We elves craft the finest shit in the land. Bogen und Schwert. Zunächst, was wir wirklich brauchen. Mönchsrobe. Wurfwaffen. Wir spielen ja nicht mit Wurfwaffen. So, wo sind die Schnellreise? Ja. Na, gucken wir nochmal, ob es doch die Blumen. Er wird wieder angezeigt hier. Ich weiß nicht, wo wir die jetzt schon wieder abgeben konnten. Oder hat das damals einfach nicht gespeichert? Und dann mussten wir jetzt nochmal machen, weil wir die Seiten gewechselt haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt irgendwo hier die Weiber heimsuchen. Nicht heimsuchen. Sag schon. Überreden. Wo müssen wir da hin? Das ist die Frage. Beim Rathaus? Na gut. Natürlich kein Schnellreisepunkt in der Nähe beim Rathaus, ist natürlich auch Premium. Da muss man halt schnell hinlaufen. Da müssen wir halt schnell laufen. Ganz schnell. How long is school gonna be closed? Lange genug. Ne, ja, wir gucken später. Ich denke mal, so dringend haben wir einen Moment. Das war eine normale Katze. Sorry. Wenn wir ihn eh nicht brauchen. What is this?
The boys want us to play with them? I do owe you one. I can take you to the girls, but I don't think they'll be very willing to play with boys. Do you wish to speak to the girls now? See, sure. The 412th meeting of the girls is hereby called to order. Sparkle, sparkle. Sunshine! Sunshine, sparkle. Millie Larson has the floor. If it pleases and sparkles, I move that we vote immediately on the urgent matter involving Monica Ryland. Yeah, right away! Excuse me, I'm sorry, but I have an urgent matter that I believe needs to be addressed first. The chair acknowledges Annie. Sunshine, sparkle. Annie Nitz has the floor. If it pleases and sparkles, a messenger comes with a request from the boys. Yeah. What request do the boys ask of us? He doesn't really talk. That's hot. The boys are playing some new role-playing game, and the new kid here wants us to join his team. What? We don't have time for that. Something very big happened, and we must do something. I know. I thought maybe he could help. Oh, that's not a bad idea. I glitter Annie's idea. Sunshine Sparkle, a motion has been glittered to have the new kid help with Monica Ryland. All right, new kid, look. There are terrible rumors going around town that our good friend Allie Nelson was spotted at the abortion clinic. I have never been to the abortion clinic. I'm not a whore. We aren't sure, but we think the girl spreading the rumors about Allie is Monica Ryland. And then she has the gall to act all nice to me. We have to know for sure if Monica Ryland is a two-faced bitch or not. So, we're gonna send Monica a Facebook page with your picture, then tell her that you're Bebe's boyfriend from Lakewood, and you want to meet her and ask her what the best thing to get Bebe for her birthday would be, and see if Monica tries to hit on you at all, because that way we can see if Monica is a manipulative bitch. Right. Do this task for us, and the girls will consider your request. Sparkle! Sunshine! Okay. You'll find Monica waiting for you at the park. All you have to do is pretend to be Bebe's long-distance boyfriend. When the job is done, come see me. Whatever they asked you to do, remember, we need their help. Excuse me. Klar. Na gut, dann machen wir das noch schnell. Also wir zum Park laufen. Im Stadtzentrum gibt es definitiv zu wenig Reisepunkte. Lässt man da umschalten. Achtung! Arm unbescheidene Bürger da oben in Ruhe. Geht schon los. Mein Arm fällt ab! That's it? Stop being an asshole! No. Whoops. Scheiße! Nett! Ach du Liebe! Oh, ich meine, es hat getroffen, ne? Ja! Daran sollst du nicht scheitern. Jetzt haben wir hier in das Haus teleportiert, auch hübsch. Hallo, New Kid. Hoi. Da gibt's definitiv zu wenig Na gut, hier war nochmal einer gewesen. Egal. Die sollte hier irgendwo auf uns warten. Wo? Be careful. With girls, it's never this easy. Ach, sie hier oder was? Oh, hi. You must be Mike. So, you want to talk about Bebe, huh? Well, look, Bebe's my friend. I think she's really great. I don't know if she's the end-all be-all of girls. I mean, she's a little two-faced if you ask me. But hey, I've read a lot of your Facebook profile, and I think you're a really interesting boy. Aha! We knew it! You two-faced manipulative whore! What the heck? Thank God we sent the new kid to spy on you, huh, girls? Yeah! Now we know you're a two-faced bitch! What do you mean? You guys are my best friends!
Then why are you hitting on my Facebook boyfriend? We brought someone else who might be interested. Monica, what the fuck are you doing? Uh-oh. Hey, Jake. Have fun, you two-faced gank. Guys, wait, please, come back! Dort gibt What's Ärger. The big idea trying to fuck my girlfriend? Nothing to say, huh? Well, maybe you'll understand this. Don't you know who you're dealing with? So, wir gegen den Typen da kämpfen, alles klar. Oh, are we taking a break now? Oh, na gut. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Ready? Aim! Fire! Bam! I am really impressed. So sah das doch schon besser aus. Kehre zu Annie zurück. Das machen wir aber nicht mehr heute. Würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Heute mal aus Zeitgründen etwas kürzere Folge. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dahin würde ich sagen, haut rein, Leute. Ciao, ciao.